Willkommen zurück zu meinem Let's Play XCOM. Tja, das letzte Mal war es eigentlich relativ gut gelaufen, dieser Terror-Einsatz bis jetzt. Wir haben recht wenig Leute verloren, erst ein, zwei Leute verloren, einer verwundet. Ein paar Zivilisten sind gestorben, auch ein Zivilist durch Friendly Fire, Kollateralschaden quasi. Aber gut, ich meine, was stellen sich diese Idioten auch genau dorthin? Ja, egal. Schauen wir mal, was weiter passiert. Ah, da oben ist einer. Okay. Okay. Vielleicht gehst du da mal rauf und schaust von oben runter. Da drüben muss es noch irgendwo einen Alien geben. Da war nämlich dieses eine Viech, war nicht alleine, da war noch so ein Schuss-Alien dabei. Sollen wir noch weiter rauf gehen? Ah, verdammt, ah, das war auf Gegen ausgerichtet. Naja, gut, soll sein. Kann man jetzt auch nichts machen. So, da oben am Dach war einer. Da oben könnten wir den könnten wir natürlich mal da reingehen. Mal abgesehen davon, dass uns da nichts sehen wird, wenn wir dort sind. Wie kommt man dort aufs Dach rauf? Mal. Sehen wir ihn von hier? Wir werden einfach mit dem hier, mit dem jungen Mann hier, der vorne steht, nämlich ihm hier, ein Stück vorgehen und hoffen, dass wir so weit aufs Dach sehen. Na, oder auch nicht. Alien versteckt sich gut. Ärgerlich. Fällt in die Knie. Jo. Du gehst auch rundum. Für sich, wo sind denn da Stiegen? Da müsst ihr hoch raufgehen, oder? Gibt es da keinen zweiten Stock? Doch, da gibt es einen zweiten Stock. Ah, da sind die Stiegen wahrscheinlich. Wieso wie in dem anderen Haus da hinten? Ha, ein Alien. Wo bist du? Ah, da. Bin ich auf das Schießen? Verschießen drauf, aber ich treff's nicht. Ärgerlich. Und wenn dort oben das Alien ist, da ist das Alien. Von wo aus könnte ich denn den treffen? Nee, von nirgends. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht. Die eine wird jetzt nicht abgeschossen. So, wo bist du denn? Da. Wo bist du bitte daher? Ah, du solltest nachladen. So, da unten ist noch irgendwo ein Alien. Das wollen wir nicht aufschrecken. Ah. Oh.
Na, das ist ja nah. Gut. Dieses Alien war dämlich, das ist zu mir gekommen. Das finde ich gut. Wir bleiben hier stehen. Wer weiß, ob da noch eins ist. So. Ob der darauf schießen kann? Auf das Alien? Wo ist denn das da? No line of fire, ich hab's befürchtet. Oh! Da ist ja noch einer. Der schwebt da. Na bitte. Machen wir doch noch einen, den wir runterholen können. Was heißt No Line of Fire? Bitte. Kann ich da jetzt drauf schießen? Nö. Gut, aber andererseits, dann kann er auch nicht auf uns schießen. Also so gesehen ist das vielleicht gar nicht mehr so blöd. Kannst du auf den schießen? Das war einfacher, als ich dachte. Hey Josef, wie viele hast du jetzt schon gekillt? Also auf jeden Fall mal einen Zivilisten. Aber ich weiß nicht, wie viele. Oh, da ist ein Zivilist. Aber ich weiß nicht genau, wie viele Aliens ebenfalls schon. Was? Das war's schon? Mehr Units habe ich nicht mehr. Wie viele sind denn das noch? Sind das echt nur noch so wenig? Wir schon so viele Leute verloren. Der hat jetzt gerade auf einen Zivilisten geschossen, oder? Nicht auf mich. Hoffe ich. Scheinen jetzt nicht mehr allzu viele Aliens da zu sein. Wir machen das ganz gut. Besser als die letzten Terroreinrichtungen. Langsam aber sicher werden wir offensichtlich so erfahren. Dass wir mit diesen Problemen gut umgehen können. So, warte mal. Da, dich sehen wir noch. Na dann schauen wir mal. Das klingt gut, dieses Alien ist hinüber. Sicherheitshalber. Gregoli. Was mache ich mit dir? Gibt es da noch irgendwelche? Schaut zumindest derzeit nicht so aus. Schaut so aus. Ist da noch irgendwo ein Alien? Ich hoffe nicht. Siehst du auch keine Aliens? Passt. Kannst du da hier gehen? Darf, ne? Was mit dir? Josef. Du bist ein Wahnsinn. Aber immerhin einen dürften wir lebend gefangen nehmen. Schaut zumindest so aus.
Boah, da ist geschossen worden. Boah, das ist ja recht gut gegangen. Civilians killed by aliens, civilians killed by XCOM operatives. Warte mal, das kostet 20 Punkte mehr. Das ist ärgerlich. XCOM operatives killed nur 3. Wir haben nur 3 XCOM operatives killed. Boah, und 4 civilians haben wir gerettet. Wir sind so gut, wir sind so gut. Wir haben sogar 15 aliens killed. Und one live alien recovered. Auch gut, auch gut. Das war eine wirklich gute Aktion dieses Mal. Nicht schlecht. Und das haben alle überlebt. Und Guadalupe ist zum Commander geworden. Wahnsinn. Und Colby Wind ist zum Sergeant geworden. Der hat gar nicht so viel geleistet. Der Josef hätte das schaffen sollen. Der hat immerhin sogar einen Zivilisten gekillt. Boah, Freunde, das war ja eine richtig gute Runde. Wir werden gleich einmal 3 neue Soldaten einstellen. Es sind ja 3 gestorben. Und wir haben einen... Ein Floater Soldier. Ja, ich dachte mir, dass das lauter Soldaten dort sein werden. Na gut, soll sein. So, sobald das Raumschiff zurück in der Station ist, werden wir gleich ein paar neue Leute einteilen. So, schauen wir mal. Equip Craft. Sky Ranger. Die fehlen 4 Soldaten. Eh klar, weil einer ist verwundet, nämlich Jun Jun. Ja, gehen wir den Captain natürlich wieder rein. Und die Leute, die nichts können. Immerhin ist der Josef zum Squaddy geworden. Jana Deut und der Meander, so. Wir kommen weiter vor. Die Rookies, die wir da rein tun. Der Captain bleibt die ganz hinten. Colby Wind geht ein bisschen weiter nach rückwärts. So nach dem Motto, der darf jetzt auch geschützt werden, wenn er schon gestiegen ist. Okay, Equipment für den Small Launcher haben wir mehr als genug. Ja, 82. So, Stun-Bombs. Ich hoffe, die gehen uns nicht aus, aber ich hoffe, wir finden einfach genügend bei den einzelnen Missionen wieder von diesen Dingern. Dann brauchen wir nämlich keine eigenen machen. Ah ja, wir könnten eigentlich Sachen verkaufen. Weil viele von den Dingen, die wir da jetzt haben, brauchen wir wahrscheinlich eh nicht mehr. Die Reaper-Corpses. Die Floater-Corpses, die haben wir eigentlich eh schon alle angeschaut. Könnten wir wahrscheinlich alle verkaufen. Die Alien Grenades, die verwenden wir eh so gut wie nie. Granaten, dazu bin ich mich zu blöd irgendwie. Zwei von denen, die Plasmapistolen, können wir auch alle bis auf eine verkaufen, dann können wir es nämlich nicht, dann können wir es nämlich nachher noch. Boah, Heavy Plasma haben wir auch irre viel. Das bringt ziemlich viel Geld.
Ich weiß nicht, ob wir auf diese Plasmakanonen umsteigen sollen. So viel mehr Schaden, glaube ich, machen die nicht als die Laserkanonen. Und du musst ständig schauen, dass du die Munition dabei hast. Naja, vielleicht in den Dings, vielleicht in den Basen, die noch kommen werden. Dass wir dort welche hinschicken. No, 4 Millionen, das passt schon. Das heißt, Jobtal. Wieso haben wir nur einen gekriegt? Sagt mir das jemand? Habe ich nur einen bestellt? Ich bin so dumm. So, was kann Jatal? Eigentlich nix. Was siehst? Warte mal. Diese Leute könnten eine Rüstung noch kriegen, vielleicht. Bauen wir noch Rüstungen eigentlich? Jop, wir bauen noch Rüstungen. 19 von 30 gemacht. Okay. Heavy Lasers haben wir auch ein paar schon. Gut. Vielleicht sollten wir dann auch eine von diesen Stationen mit Engineers. Vielleicht machen wir dann so, dass eine von den Stationen Soldaten und Engineers und die andere Station Soldaten und na, und Wissenschaftler kriegt. Gar nicht mal so blöd, vielleicht die Idee. So, brauche ich sonst noch irgendwas? Nö. Hey! XCOM Project Monthly Report. Monthly Rating 2546. Excellent. Wir sind einfach so gut. The Council of Funding Nations is very pleased with your excellent progress. Keep up the good work. USA, Russland, UK, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Brasilien, Australien, Südafrika, Ägypten und Kanada are particularly happy with your progress in dealing with local alien incursions and have agreed to increase their fundings. Das finde ich gut. Wir machen also fast alles richtig. Jetzt haben wir wahrscheinlich relativ viel Geld. Boah, 8 Millionen. Nur Nigeria hat nicht mehr Geld bezahlt. Bist du wahnsinnig? Boah, ein Plus von 217.000. Wahnsinn. Bei den Vereinigten Staaten und das, obwohl wir dort eigentlich am wenigsten gemacht haben bis jetzt. Na gut. 6,8 Millionen haben wir. Sollen wir noch eine Basis bauen? Wo könnten wir die hinbauen? Schauen wir mal, was ist noch nicht abgedeckt. Da die Westküste natürlich. Und das südlich. Südafrika, also da in der Gegend Südafrika, Nigeria, kann ich mir gut vorstellen, dass wir noch was bauen. Das ist eigentlich da recht gut, oder Australien. Soweit ich mich entsinnen kann, bauen die Aliens auch Stationen oder Basen und die vor allem dann in der Antarktis oder in der Arktis. Die zu finden wird auch nicht so einfach sein. Naja, oh, jetzt machen wir mal weiter. Können wir das abfangen? Werden wir das schaffen mit dem Interceptor? Fliegt er weit genug?
Könnte durchaus sein, dass wir dann nicht viel ausrichten können. Return to base. Ich glaube, den finden wir nicht mehr. Kostet nur Sprit. Sprit ist immer da, hoffe ich. Achso, vielleicht sollte man nicht in Minuten, sondern in Tagen gehen. Ah, wahrscheinlich habe ich davor auch einen verloren. Den habe ich nachbestellt. Okay. Wir haben dann noch ein paar Rookies gekriegt. Was können die? Okay, der ist zumindest bold und brave und stark. Der kann gar nichts. Miranda Salomon kann auch nichts. Okay. Tragisch eigentlich. Das ist das Kanonenfutter für später. Na, das machen wir doch glatt. Machen wir mit dem 2 Interceptor. Bleibst du da in meiner Range? Was ist denn das? Ist das ein Mini-UFO? Ist das? Ja, na gut. So sein. Das Mini-UFO werden wir uns aber erst in der nächsten Folge. Wenn wir in der nächsten Folge erst fertig machen für heute. Sage ich euch, Herrschaften, eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Und macht's keinen Blödsinn. Okay, bis dann.